Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sagen jetzt immer, was sagen? Michi hat auch einen neuen Introspruch. Hä? Was hab ich? Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, wir sind heute im Bikepark Winterberg am Start. Und zwar aus dem Grund, dass ja hier kein Mensch mehr hinfährt, ne? Also alle fahren ja nur noch nach Greenhill. Und da dachten wir uns, hey, wir fahren jetzt einfach mal nach Winterberg am Wochenende, sonntags, und checken mal ab, wie voll es hier heute ist. Außerdem wollte die Michi sich hier mal ein paar Strecken vornehmen und ich lasse heute ein bisschen ruhiger angehen, weil ich habe saumäßig Muskelkater im Bein, weil meine ganzen Kurse wieder losgegangen sind und ich echt im Sack bin. Deswegen eine gemütliche Runde Winterberg heute. Wir haben jetzt hier oben übrigens Geheimtipp. Parkt hier oben. Das ist doch kein Geheimtipp mehr. Ja, Geheimtipp, parkt hier oben am Schneewittchenlift, dann habt ihr hier oben nämlich den Ticketautomaten, wunderschöne Toiletten hier in der Schneewittchenhütte, wunderschöne Toiletten, und dann rollt ihr runter, zack, seid ihr direkt ein bisschen warm gerollt und ja, habt direkt zum Afterride hier eine geile Hütte, könnt ihr chillen und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier ready und dann starten wir einfach mal direkt los auf die Trails, ne? Ja, moin. Ja, moin. Country? Ja, dann checken wir mal ab, wie voll der Lift unten ist. Also der Schneewittchenlift und der Panoramalift sind ja wirklich meistens ziemlich leer hier in Winterberg. Allerdings war ich jetzt wirklich gespannt, wie leer der Hauptlift sein wird und ob wir da eine lange Schlange vor uns finden werden. Ist auch in den Tornado reingefahren. Ja. Da kam auch hier Dings Rinde runter vom Baum. Übrigens, Winterberg ist gerade auch drauf und dran, alle Strecken so ein bisschen zu sanieren. Die Flow Country ist im unteren Teil schon wieder richtig fresh gemacht und als nächstes sollte wohl die Loose Lee dran sein. Das heißt, wenn ihr dieses Video schaut, ist die Loose Lee wahrscheinlich schon wieder richtig fresh. Entspannt, Alter. Keine Schlange. Guck dir das mal an. Sonntag. Krass. Ja, die bin ich jetzt bisher das letzte Mal letztes Jahr im Winter gefahren. Ich weiß noch ganz genau, letztes Jahr war die Loose Lee noch so eine richtige Angstline für mich. Ich hatte wirklich mir den Kopf gemacht vor jedem einzelnen Sprung und heute habe ich gemerkt, dass ich mich tatsächlich ordentlich weiterentwickelt habe. Denn jetzt fängt die Line halt erst wirklich an, richtig Spaß zu machen, weil ich nicht mehr vor jedem Sprung überlegen muss.
was mich heute auch mega zusätzlich gefreut hat, ist, dass die Michi wirklich einige Dinge heute gefahren ist, die sie beim letzten Mal Winterberg noch überhaupt nicht fahren wollte. Zum Beispiel diese Holzelemente. Sie hat irgendwie so ein bisschen Panik gehabt vor diesen ganzen Holzdingern. Und heute war das nach den ganzen Österreich-Besuchen gar kein Thema mehr. Außerdem wollte sie sich unbedingt mal die Downhill-Line anschauen. Und ich war auch gespannt, da ja da die Streckenführung geändert worden sein sollte und sie ein bisschen anders aussehen soll. Deswegen ging es jetzt für uns als nächstes ab auf die neue Downhill-Line, die angeblich ja so sehr kaputt sein soll. Wobei ich gar nicht bestätigen konnte, dass der Park unglaublich krass kaputt ist diesmal, sondern dass er einfach ganz normal, so am Ende der Saison, es ist ja gar nicht mehr so lange, ja ganz normal in Schuss ist und nicht wirklich kaputt, aber halt auch nicht wirklich super fresh. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Greenhill Bike Park, der gerade komplett neu aufgebaut worden ist, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass man Winterberg und die anderen Parks nicht ganz vergessen sollte. Denn auch hier kann man Spaß haben, vor allem wenn man jetzt nicht mehr ewig lange am Lift anstehen muss. Moin! Dezente Bremswellen hier. Auf dieser Line hatten wir beide so unsere Challenges. Die Michi als allererstes den Einstiegsdrop oben, wo sie sich echt einen Kopf drum gemacht hat und dann halt einfach runtergerollt ist. Und ich auf dieser Alternativline. Das heißt, ihr wisst ja vielleicht Bescheid, unten auf der Downhill gibt es einmal diesen Zielsprung und vorher den Stepdown. Und davor, oder beziehungsweise daneben, gibt es die Chickenline. Und ich wollte unbedingt mal die Downhill-Line richtig unten fahren. Und zumindest das, auch wenn ich mir bei den ein, zwei Abfahrten hier nicht die Strecke perfekt merken konnte, um alles auswendig zu lernen. Ich bin mir zwar unsicher mit den Stufen, aber ich fahre die. Schwerer als jeder Sprung, ich schwöre. Nervenkitzel im Müll. Ja, viel einfacher mit Speed natürlich, ne? Thank you.
Auch wenn die Zielsprünge da noch nicht ganz perfekt gewesen sind, war es für mich nichtsdestotrotz ein Erfolgserlebnis, dass ich mich da allein überwinden konnte, drüber zu fahren. Na, bei mir liegt das nicht an Mut oder so, sondern in Vertrauen in mich selber. Ich finde das was anderes. Ja, da kann man, aber ich kann mir ja schlecht selber vertrauen, wenn ich mich davon nie gemacht habe. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn man halt was Vergleichbares schon mal gemacht hat, ne? Also, mir hilft das immer, zum Beispiel auf dem letzten Stück jetzt der Downhill, ne? Da war für mich, also diesen Step-Down, ne? Und so. Hält das immer oder nur für uns? Keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach zu lahm. Nee, bei denen hält er auch an. Auf jeden Fall, dieses letzte Stück. Bin ich jetzt nur gefahren, weil ich diesen Stepdown Greenhill gefahren bin und der so ähnlich war und dadurch, ja oder für mich war es Stepdown und genau, dadurch, dass ich dann diesen Vergleichswert hatte, wusste ich, wie man das fahren muss und da das aber weiter weg war, dachte ich mir nur, okay, ich muss es halt schneller fahren und dann ist gut. Was geht ab, Leute? Ich melde mich am Ende des Bikepark-Tages. Da ist die Michi. Sie macht das, was sie immer macht. Da, ja. Ja, das Gerücht, dass der Bikepark Winterberg leer ist, dank Greenhill, können wir bestätigen. Wir mussten kein einziges Mal anstehen, Leute. Und der Freund von Tom oder so hat das Feedback gegeben, dass der Park total zerbombt sein soll. Das konnte ich jetzt auch nicht so bestätigen. Vielleicht bin ich auch zu viel Österreich gewohnt mittlerweile. Aber ich fand es gar nicht schlimm. Klar, es ist nicht mehr alles perfekt in Schuss, aber nicht auf keinen Fall unfahrbar. Vor allem, wenn die Loose Lee nochmal repariert wird, dann kann man da auch alle Strecken ordentlich fahren. Es gab halt eine Stelle auf der Loose Lee, da war wirklich Sand in der Kurve, konnte man sehr schlecht fahren. Aber sonst war alles okay. War gar kein Ding. Wir mussten kein einziges Mal anstehen am Lift. Deswegen vergesst nicht, es gibt auch noch andere Bikeparks als Greenhill und Winterberg. Nach unserer letzten Horrorerfahrung hier. Total entspannt. Ihr habt selber gesehen, wie die Liftschlangen waren. Und kleine Michi, wie viele Lenker hast du heute gegen den Kopf bekommen? Null. Null? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Also ich fand es mega cool heute, super entspannt. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Gibt es was zu essen und ja, dann nochmal ein echt gelungener Bikepark Winterberg Besuch. Mega Bock gemacht. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Jede Woche mindestens 2 neue Videos. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.